Todbringer, Leute. Todbringer. Oh mein Gott. Dem verfolgen wir jetzt dorthin, wo er anscheinend schon mal war, weil es ihm so gut gefallen hat. Girahim ist in Wirklichkeit sein Schwert, so wie Fei halt der Geist meines Schwertes ist. Zelda, Zelda wird absorbiert, wir müssen ihn besiegen. Ich habe es schon versucht, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich habe schon eine Aufnahmesession gestartet, bin aber in so einen Wutanfall verfallen, dass ich das niemandem jemals zeigen kann. Wisst ihr wieso? Ich dachte mir, ja cool, dann versuchst du es nochmal. Wir sind ja mit 6 Herzen gestartet und dann hatten wir noch 2 Feen. Schaut mal, was wir jetzt noch haben. 0. Die beleben dich wieder nach dem Game Over mit 0 Feen. Das heißt, das entleeren sie dir komplett. Da kannst du nichts machen. Jetzt müsste ich wieder in die. Jetzt müsste ich wieder in die Zukunft reisen, dann irgendwo hin, wo es vielleicht Feen geben könnte. Das ist die größte Scheiße, die ich jemals gesehen habe. Wirklich, das ist so schlimm. Das nimmt dir so viel Zeit weg, wenn du da wieder Feen reinbringen willst. Nicht. Sie nehmen dir, geben dir zwar den Zustand der Herzen von vorher wieder, nämlich wenig, aber die Feen nehmen sie dir weg. Das ist nämlich die größte Scheiße, egal. Ach, es fängt schon schlimm an, irgendwie die Episode, weil ich so noch geladen bin. Aber macht nichts, ich begrüße euch trotzdem recht herzlich. Das Skyward Sword, das Finale, wahrscheinlich, hofft man. Episode 100, wäre witzig. Auf jeden Fall, ich habe es aber nicht mit Absicht so hingemacht. Auf jeden Fall begrüße ich euch recht herzlich, wie gesagt, ich bin euer Kellervater. Schön, dass ich wieder da bin. Jetzt versuchen wir zum zweiten Mal den Todbringer da umzubringen und ich hoffe es, es geht ohne Feen. Ich habe mir für die, es gibt 2 Phasen in dem Kampf, für die 2. Phase habe ich mir schon was überlegt. Mal schauen. Spaß. Geheimnis ist hier immer perfekt blocken. Hey! Das ist neu. Auf, oder?
Ich verstehe. Oh oh. Ich verstehe vielleicht auch nicht. Was? Scheiße! Wieso? Ich weich doch schon! Wie? Wie kann ich das jemals blocken? Fick dich! Das ist ja... Das ist ja nicht wahr, hey! Jetzt bin ich schon so weit. Jetzt habe ich gerade zufällig gecheckt, dass man das Schwert aufladen kann. Und wisst ihr, was jetzt passiert? Mit 6 Herzen starten wir. Jetzt kann ich wieder darauf rennen. Jedes Mal. Es ist jedes Mal von Neuem, darauf zu rennen, mich hinzusetzen. Oh. Also Fehler machen ist so unbarmherzig in dem Spiel. Das ist... Was soll man machen? Was soll man machen? Ich verstehe es nicht. Ich meine, jetzt könnt ihr euch sicher sein, dass Folgendes passieren wird. Ich renne da jetzt rauf, ich werde die Zeit irgendwie... ich werde wieder in die Zukunft zurückreisen und werde mir da irgendwie Feen besorgen. Dann ist es vielleicht auch machbar. Jetzt mit der Technik geht's vielleicht. Aber du kannst nicht ausweichen, du kannst nicht blocken, es geht einfach nichts! Du musst es einfach aussitzen und durch Zufall kannst du mal einen Treffer landen. Ist zu kotzen, echt. Da sind nämlich keine Feen drinnen. Sonst machen es dir nie so schwer. Die Scheiße. Jetzt habe ich schon so einen starken Schild, der kann es nicht blocken. Toll. So. Ja, ich reise mal zurück. So, öffnen. Lass mich mal zurück, echt. Krieg alle Zustände, echt. Du musst so einen Umweg machen. Es ist jedes Mal so ein Desaster, das neu zu gestalten da. Was mit der? Der hat keine Frucht mehr, na toll. Rubine brauche ich ja unbedingt jetzt gerade. Das ist mal so wichtig. Echt. Bitte sagt, dass sich da draußen das Ding aufgeladen hat. Ja! So, Nummer 1. So, Nummer 1. Perfekt. Bla bla bla. Leck mich am Arsch. Das Problem ist, wenn du Game Over gehst, kannst sicher sein, dass die Feen wieder weg sind. Aber du startest halt mit den gleichen Scheißherzen wie vorher. So, komm. Irgendwo noch eine. Bitte, bitte, bitte. Fuck. Wir müssen uns vorbereiten. Wir müssen uns besser vorbereiten. Rage, Rage, Rage. The Rage is real. So. Okay, das kommt nicht wieder. Da war nämlich mal eine Ding. Hm? Die ist nicht mehr. Ja, aber wo könnte ich jetzt Feen herbekommen? Außer halt drinnen. Da drüben gibt's nichts, das wissen wir. Das hat sich nie regeneriert, obwohl er sagt, es regeneriert sich. Das verstehe ich sowieso nicht. Keine Ahnung, was er damit meint, es regeneriert sich. Oh Gott, das zum Schluss ist echt angeschissen. Bist du deppert? Kann ja nicht sein. Ich brauche angeschissene Feen. Ah, schau. Das heißt, die respawnt hier. Das ist gut. Ja, die respawnt. Sehr gut. Komm nur, komm nur. Wir machen das jetzt fertig. Ja, jetzt gehen wir wieder raus und wieder rein. Natürlich. Wäre ja langweilig, wenn nicht. Wenn wir schon so viele Flaschen haben, nutzen wir sie auch. Ich meine, wir könnten auch noch eine vierte Flasche vom Wolkenhort holen und... Eigentlich, wisst ihr was? Wir könnten... Oh. Ah ja, stimmt ja. Wir haben ja den Wolkenhort, oder zumindest einen Teil des Wolkenhorts hier heruntergebracht. Interessant, wie das genau ineinander passt. Das gefällt mir. Ja, ja.
Was? Ja. So, komm. Yes. So, 3 Feen, 18 Herzen. Das muss reichen. Das muss jetzt reichen. Wir müssen halt wieder quasi den ersten Teil so gut machen wie den zweiten. Ah, umgekehrt. Den ersten Teil so gut machen wie vorher und den zweiten besser machen. Vielleicht brauchen wir jetzt gar keine Feen. Das wäre witzig. Vielleicht. Naja, nicht wirklich. Komm, ich habe da nicht ewig Zeit, da diese Animation da zu genießen. Man schon, aber ich habe sie schon zu oft gesehen. Ah. So, diesmal könnte es gehen. Vorher ist mir aufgefallen, wenn du nur einen Schlag versuchst, wenn er dich boxt, blocken, Schlag, dann boxt er sofort wieder und dann geht er in die Knie. Und dann kann man ihn ein paar Mal schlagen oder treffen. So, ja, perfekt. Kennen wir schon, danke. Fei, du bist die Beste. Beste. Jawohl, super. Kein Traum. Bim bim. Und wir geben schon Gas. 3 Feen, das muss gehen. 3 Feen, muss gehen. Das gibt's nicht. Hopp! Ja! Geil, oder? Geil! Das ist super! Und jetzt müssen wir nur irgendwie schaffen, dass wir das hinkriegen. Irgendwie. Keine Ahnung. Nein! Nein! Das war so kurz davor. Egal, Fee. Scheiße! Ich glaube, das will ich verkacken. Hey, da hast du eine Chance. Ich glaube, wir verkacken es wieder. Ich kann nicht blocken, wieso kann ich nicht blocken?
creatures live. Try for that one. Please, because I didn't. Thank you.
Oh,
War das schön. Das war ein schönes Ende. Wir haben es geschafft. Wir haben den Todbringer tatsächlich töten können. Seine Essenz wurde eingesperrt. Er hat den Fluch. Ah, ist das die Geschichte, wie Zelda nach unten gewirbelt wurde? Ah, jetzt sieht man das aus Zeldas Perspektive. Wie geil ist das denn bitte, als Impa sie findet? Und das mit Impa zum Schluss ist auch schon ziemlich geil, dass die Alte halt Impa ist. Aber es war schon ein bisschen... Ich hab's mir schon fast gedacht. Musste ich nicht. Wie gesagt, ich hab's nur gespielt bis zum ersten Mal Narisha-Begegnung. Ah, und hier sieht man, okay, was sie alles gemacht hat. Ja, wie geil ist denn das, bitte? Das ist ja super geil eingebunden in die Endcredits hier. Nice. Megaspiel. Also storytechnisch eines der besten Zelda-Spiele aller Zeiten. Steuerungstechnisch eines der schlechtesten. Oh mein Gott, süß. Steuerungstechnisch eines der schlechtesten überhaupt. Aber es ist definitiv besser als auf der Wii damals. Trotzdem, wegen der Story würde ich tatsächlich nur 8 von 10 geben. Und da kommt jetzt die junge Impa ins Spiel, richtig? Es ist zwar mit der Zeit... Es gibt ein leichtes Paradoxon drinnen, das muss man schon sagen, aber... Das muss man... Es ist nur ein kleines. Es ist nämlich wegen Impa. Aber der Rest ist geil. Also echt mega. 8 von 10 Punkten, volle Kanne. Es hätte 10... Das kriegt 10 von 10, wenn die Steuerung mich nicht so angeekelt hätte zwischendurch. Einige Rage-Momente dabei. Einfach mal eingeben, Rage-Mod on. Also Hashtag Rage-Mod on, Hashtag Kellervater. Da seht ihr dann einige Rage-Momente. Auf jeden Fall auf das geile Ende. Das ist ja echt mega. Und jetzt das klassische Zelda-Theme. Da drückt mir immer ein kleines Tränchen raus, muss ich sagen. Zumindest in meinem Herzen. Das klingt so schlimm. Oh, cheesy as fuck. Aber ja, das ist einfach zu heroisch. Zu geil, wirklich zu geil. Ah, das ist dieser unterirdische Bereich des eines dieser Wassertempel-Dinger, wo es die Flamme gab. Hier beim Wasserdrachen selbst in Peru. Die haben das geil gemacht mit den Endcredits, muss ich sagen. Das gefällt mir. Dass die da so quasi durch die Welt mal führen, dann zwischendurch mal Zeldas Story ganz kurz nur erzählen, was so abging. Es ist im Baum bei Firon. Eigentlich, wenn ich Fei sage, muss ich auch Firon sagen. So gesehen. Die Vögelchen. Bis ich da drauf gekommen bin, dass man die einfangen kann und davon genau eine Vogelfeder erhält. Eine Vogelfeder. Hey, das war auch mega. Also das war eine der geilsten... Ich muss auch sagen, das ist eines der Spiele mit den innovativsten Spielmechaniken von der Zelda, also aus der Zelda-Reihe. Es gibt kaum eines mit innovativeren Mechaniken, die kaum repetitiv wirken. Da hat man mal das Piratenschiff, dann hat man, wie man an Gegenstände kommt und dass nicht alles immer die normalen Items sind, sondern dass man zwischendurch auch mal so quasi Fähigkeitsgegenstände bekommt. Das ist echt, echt geil gewesen. Und dass das nie so klare Grenzen waren, sondern leicht überschwimmen. Zum Beispiel, man kannte den Wasserdrachen, bevor man überhaupt die Stimmen der Drachen brauchte. Und das war schon geil. Also, dass es nie so hart abgegrenzt war. Einfach schön. Gefällt mir. Wirklich geil. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt bereuen werde, dass ich mich da jetzt eingeklinkt habe. In den Abspann hier. Aber
Da kann ich halt meine quasi Abmod zum Let's Play machen. Es ist geschafft, das Let's Play ist vollendet. Wir werden auch sonst nichts mehr machen, denn wir haben Morsego zurückverwandelt. Wir haben fast alle Herzteile, also die meisten halt, sag ich mal. Wir haben quasi volle Power gehabt. Nee, aber das Heiliger-Schild, wir hatten das Heiliger-Schild. Geil, Omar. Herrlich. Hey, das sind so Abbilder dieser Roboter. Interessant. Der Tempel der Zeit. Dieses Schwingensymbol ist ja das Symbol von Hylia. Das ist, soll die, die Wolkenvögel darstellen. Ja, das, was da steht, das stimmt natürlich. Das Triforce. Einfach so mal gemütlich in der Luft hängen. Wieso auch nicht? Ich habe keine Ahnung, was der Heldenmodus ist. Oh mein Gott, ich habe keine Ahnung, was der Heldenmodus ist. Ich muss das jetzt mal ganz schnell googeln. Googeln. Was ist der Heldenmodus? Skyward Sword Heldenmodus. Looky, looky. Ihr nehmt doppelten Schaden. Es tauchen keine Herzen auf euch, um euch zu heilen, außer ihr tragt mindestens eine Herzmedaille bei euch. Ihr könnt nun Zwischensequenzen durch Drücken von der Taste 2 abbrechen. Ach so! Eure Sammlung, alle Insektenschätze vom vorigen Spielstand werden übertragen. Dadurch könnt ihr bereits früher Items wie das Schmetterlingsnetz oder die Schleuder ausrüsten. Der Schiekerstein verfügt von Anfang an über alle
Visionen? Visionen? Das Schwert der Göttin verfügt von Anfang an über den stärkeren Himmelstrahl. Eure Minispielrekorde bleiben erhalten. Mit dem wahren Masterschwert lässt sich der Himmelstrahl nun ohne Verzögerung aufladen. In Ranel Helden, oder mal in Ranel Hel, Ranels Heldenprüfungen könnt ihr nun auch gegen den Tod bringen antreten. Buh. Schafft ihr alle 12 Kämpfe in Folge, erhaltet ihr 9000 Rubine als Belohnung. Schafft ihr es, das Spiel im Heldenmodus durchzuspielen, wird euer Spielstand mit einem Triforce-Emblem gekennzeichnet. Aha! Stimmt das wirklich? Ich weiß es nicht. Warte mal kurz. Skyward Sword. Okay. Ich habe keine Ahnung. Ja, von mir aus. Ja. Nächster. Dieser. Boom. Ja. Ich habe eh den zweiten Spielstand genommen. Passiert jetzt was? Jetzt passiert was, oder? Ah, jetzt passiert nichts. Wunderbar. Damit kann ich nur sagen... Das Let's Play ist abgeschlossen. Schön, dass ihr dabei wart. Abonniert den Kanal. Like das ganze Video. Wenn euch die Rage-Geschichten gefallen, dass ich so auszug, sucht nach Hashtag RageModon. Hashtag Kellervater. Ihr werdet es finden. Ja, bis dahin. Kann ich jetzt nur sagen, ich bin euer Kellervater. Schön, dass ich wieder da war. Und das ist der letzte Cut.